Ja, herzlich willkommen zu dem ersten Vortrag hier in diesem Hörsaal. Vielen Dank, dass ihr schon so alle zahlreich erschienen seid. Ich werde heute mal ein bisschen was erzählen über Fediverse und die Möglichkeiten der Selbstorganisation. Die übliche Vorstellung: Ich bin Mitglied und Mitarbeiter der Hostsharing EG. Das ist eine IT-Genossenschaft für Hosting. Ich habe einige Bücher geschrieben, Fach- und IT-Bücher. Bin seit 89 Open-Source-Nutzer und habe wahrscheinlich einen der ältesten noch funktionierenden Blogs im Internet und bin in einigen Organisationen aktiv gewesen oder immer noch aktiv. Ja, so viel zur Person. Beginnen möchte ich heute mit zwei Zahlen, nämlich der 44, nicht der 42, sondern der 44. 44 Milliarden US-Dollar hat Elon Musk für Twitter geboten, Anfang des Jahres. Und die zweite Zahl ist 237,8 Millionen MDAOs. Was ist ein MDAO? Ein MDAO ist ein monetarisierbarer, täglich aktiver Nutzer. Das heißt, das ist also ein Zitat von Twitter selbst, ein Monetizable Daily Active Usage or User, MDAO. Da kommt man natürlich gleich auf ganz andere Ideen bei der Abkürzung MDAO. Und wir werden sehen, dass die andere Assoziation durchaus richtig ist. Denn diese Benutzer sind ja die, die bei Twitter den Content machen. Das heißt, die stellen dort ihre Texte ein, ihre Bilder ein, ihre Kommentare ein. Sie generieren Daten. Sie generieren Daten, indem sie anderen Leuten folgen oder indem sie bestimmte Sachen weiterposten. Sie sind also nicht die Kunden von Twitter, das sind die Werbungtreibenden. Und sie sind auch nicht der Rohstoff, wie man ja oft so sagt. Wer nicht der Kunde ist, ist das Produkt. Nein, sie sind eigentlich die Arbeiter, die für Twitter arbeiten, und zwar umsonst. Denn wenn wir mal die 44 Milliarden durch die 237 Millionen MDAOs teilen, dann müsste eigentlich jedem MDAO 185 US-Dollar zustehen. Davon sehen die MDAOs aber nichts, obwohl sie die gesamte Wertschöpfung für diese Plattform gemacht haben in den vielen Jahren. Musk hat, wenn man es mal andersrum rechnet, bei einem Umsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar den 8,5-fache Jahresleistung dieser MDAOs Twitter geboten, beziehungsweise den Besitzern von Twitter geboten. Und das wäre dann wiederum ein Anteil pro MDAO von 21,36 US-Dollar. Auch davon sehen die MDAOs nichts. Wir sagen immer, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Das stimmt aber nicht. Eigentlich ist die Dummheit das Öl des 21. Jahrhunderts. Und die Venture-Kapitalfirmen haben das natürlich schon sehr, sehr lange erkannt und pumpen astronomische Summen in einen kapitalistischen Wirtschaftszweig, der einen Weg gefunden hat, diejenigen, die den Mehrwert erarbeiten, noch schlechter zu bezahlen als Kinder in illegal betriebenen Rohstoffminen in der dritten Welt, nämlich gar nicht. Und das, finde ich, ist eine ziemlich geniale Geschichte und ein ziemlich geniales Geschäftsmodell. So, kleiner Exkurs. Ich möchte euch das Buch Community Kapitalismus von Silke van Dijk und Tine Haubner empfehlen. Kauft euch das, lest euch das durch. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Die beiden Soziologinnen haben aktuelle Entwicklungen im Krisenkapitalismus untersucht. Ausgangspunkt dabei ist die Krise der sozialen Reproduktion. Kurz dazu, früher in den 40er, 50er Jahren ist der Mann in die Fabrik gegangen, hat sich dort ausbeuten lassen, ist dann nach Hause gekommen, hat von der Frau das Essen bekommen. Die Frau hat sich den ganzen Tag um die Kinder gekümmert. Das heißt, sie hat dafür gesorgt, dass die Arbeitskraft des Mannes, die ja irgendwann nicht mehr da ist, weil er zu alt ist und stirbt, reproduziert wird. Durch kleine Kinder, denen sie schon frühzeitig beigebracht hat, dass es nichts Schöneres gibt, als sich in der Fabrik des Papis ebenfalls ausbeuten zu lassen. So, diese Situation ist natürlich schon lange vorbei. Die Frauen arbeiten heutzutage alle und insofern
gab es da schon in den 70er Jahren die ersten Krisen der Reproduktion. Und diese ganze Entwicklung untersuchen die beiden Autorinnen in diesem Buch. Und sie kommen eben dann zu der Erkenntnis, dass heutzutage immer mehr an Gemeinschaft appelliert wird, um eben die Leistungen zu erbringen, die weder der Staat noch die klassische Reproduktion, das heißt die Familie, leisten können oder wollen. Der Effekt von diesem Krisenkapitalismus, den wir erleben, ist, dass soziale Rechte in soziale Gaben überführt werden. Beste Beispiel ist die Tafel. Wir sind zwar laut Grundgesetz ein sozialer Rechtsstaat, aber durch die Hartz-IV-Gesetzgebung bleibt vielen Menschen nicht einmal mehr genug Geld, um sich anständiges Essen zu kaufen. Da springen dann sehr gerne Leute aus der Zivilgesellschaft ein, die dann eine gute Tat tun, Essen sammeln, was nicht mehr gebraucht wird im Supermarkt, und es dann verteilen. Das machen sie alle unentgeltlich, und dafür bekommen sie dann auch einen Orden vom Bundespräsidenten, indem sie also kostenlos das tun, wozu eigentlich der Staat verpflichtet ist. Dadurch werden soziale Rechte zu sozialen Gaben. Das heißt, die Leute haben nicht ein Recht auf eine sozial angemessene, menschenwürdiges Leben, sondern es wird ihnen als Almosen gegeben. Die Ausbeutung dieser Freiwilligen, die also diese ganzen Aufgaben übernommen haben. Anderes Beispiel kennt vielleicht auch jeder mal. Die Stelle einer Bibliothekarin wird gestrichen in der Stadt. Dann finden sich Leute, die das freiwillig übernehmen, damit im Stadtteil XY noch eine Seitenstelle der Bibliothek auf hat. Oder ein Schwimmbad kann nicht mehr geführt werden. Es gründet sich ein Verein, der das Schwimmbad übernimmt, der ab und zu mal immer mal wieder so kleinere Spenden und kleinere Unterstützung bekommt. Aber es ist keine eindeutig gesicherte Finanzierung dieser Leistung mehr. Ja, und dann sind natürlich diese unbezahlten Aktivitäten im digitalen Netzwerk. Das untersuchen die beiden Autoren interessanterweise auch, weil sie kommen natürlich aus dem Bereich, wo sie mehr so in den Care-Bereich, also die Pflege und soziale Tätigkeiten untersucht haben. Aber sie finden die gleichen Strukturen auch in den digitalen Netzwerken, wo es also immens viel unbezahlte Arbeit geleistet wird. Da gibt es dann solche Phänomene wie die Hybridisierung zum Beispiel von Pflegearbeit. Das heißt, die Pflege von pflegebedürftigen Menschen wird geteilt in eine normal bezahlte Cure-Tätigkeit, also Behandlung, und eine eigentlich nicht bezahlte Care-Tätigkeit. Die wird dann entweder von der Familie noch gerade eben geleistet oder man holt sich prekär beschäftigte Pflegerinnen aus dem Ausland, die dann in sehr prekären Situationen, teilweise ohne Aufenthaltstitel, diese Tätigkeiten erfüllen. Und da entstehen natürlich Abhängigkeitsverhältnisse, die eigentlich eines sozialen Rechtsstaats unwürdig sind. Oder es wird auch immer stärker an Gemeinschaft appelliert, also an eine soziale Gemeinschaft im Nachbarschaftsraum. Ne, dass im Nachbarschaftsraum man so gegenseitig guckt und so ein bisschen die Leute pflegt. Dadurch werden natürlich nur so Sachen erledigt wie einer alten Omi mal was vorzulesen. Das sind dann so Tätigkeiten, die werden dann noch ganz gerne gemacht umsonst, aber wenn es dann so in die härteren Aufgaben geht in der Pflege, dann müssen das entweder prekär beschäftigte Arbeitskräfte übernehmen oder es wird dann tatsächlich auch vom Pflegedienst erledigt. Dadurch hat sich eben diese freiwilligen Arbeit zu einer dritten informellen Säule entwickelt beim Pflegedienst. Also neben Pflegedienst und Familie ist so diese freiwillige Tätigkeit so die dritte Säule geworden. Und der Staat treibt diese Entwicklung natürlich voran. Denn er hat sich irgendwann mal entschieden in den 80er Jahren, dass er von den Reichen kein Geld mehr nehmen möchte. Das heißt, er hat die Vermögenssteuer abgeschafft, er hat die Steuern gesenkt, sodass die Reichen ihr Geld also behalten dürfen. Dadurch hat der Staat natürlich sehr viel weniger Geld zur Verfügung, muss also Leistungen kürzen. Also durch eine Politik des Unterlassens fördert der Staat diese Räume, wo dann die Freiwilligen hineinstoßen. Gleichzeitig kommt es zu einer moralischen Aufwertung dieser Freiwilligendienste. Also wer zum Beispiel in seinem Stadtteil freiwillig so eine Außenstelle der Bibliothek betreut, ja, der wird dann mal eingeladen ins Rathaus, kriegt eine Urkunde, Emdau des Jahres.
Und wenn man dann was Größeres macht, zum Beispiel in der Tafel tätig ist, dann gibt es dafür auch schon mal das Bundesverdienstkreuz. Und das kann man auch immer wieder nachlesen in irgendwelchen Strategiepapieren der Bundesregierung gehen, dass dort also eine moralische Aufwertung von diesen freiwilligen Einsätzen gemacht wird. Die werden auch, muss man sagen, materiell gefördert. Also es gibt immer eine Förderung für solche Tätigkeiten. Die sind natürlich immer befristet. Es sind keine sicheren Arbeitskräfte, es sind keine sicheren Strukturen, mit denen man über längere Zeit rechnen kann, sondern man muss das dann immer mal wieder alle paar Jahre wieder neu beantragen. Und dadurch hält der Staat diese ganzen Gruppen, die das dann organisieren, da gibt es ja immens viele Vereine, sehr schön unter Kontrolle. So, sie kommen, die beiden Autorinnen, kommen zu dem Fazit: Der Community-Kapitalismus, so nennen die das, dieses Phänomen, entfaltet seine Bedeutung gerade dadurch, dass er auf die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Solidarität eine Antwort zu bieten scheint und dass er für Akteure unterschiedlichster politischer Provenienz Anschlussstellen bietet. Das zeigen sie also auch sehr schön, dass es von ganz links bis ganz rechts da durchaus Anschlussmöglichkeiten gibt. Dabei gelingt es dem Kapitalismus wieder einmal, sich über seine Kriseneffekte erfolgreich zu reorganisieren. Die Sehnsucht nach Geborgenheit und Unterstützung in sozialen Gemeinschaften, die gerade durch den Abbau sozialer Sicherung und eine wettbewerbsförmig gesteigerte Vereinzelung genährt wird, wird ihrerseits zur Ressource und im krisengeschüttelten Kapitalismus als Alternative zu sozialen Rechten ausgebeutet. Das ist das Fazit der Autoren, der Autorinnen. So, dann fragen sich die beiden Soziologinnen natürlich am Ende des Buchs auch, was tun, nachdem sie also über 100 Seiten das sehr schön analysiert und hergeleitet haben. Und da richten sie natürlich in erster Linie Forderungen an die Forschung, also an die Soziologie, dass nämlich gerade die Soziologie, diese ausgebeutete Posterwerbsarbeit, das ist dieser ganze Sums dieser meist freiwillig geleisteten Arbeit, nicht als Vorgriff auf eine nicht-kapitalistische Tätigkeitsgesellschaft der Zukunft missdeutet werden darf. Das wird nämlich auch sehr gerne gemacht, das so als ideale Utopie darzustellen. Oh, wir teilen alles, wir machen alles füreinander. Und das sollte man eben nicht tun. Was man allerdings tun sollte, und da kommen wir jetzt wieder zum Fediverse, ein bisschen kleiner Umweg, man muss konsequent die Eigentumsfrage stellen. Also wem gehört in unserem Falle, wem gehört die Plattform? Für wen erbringe ich die Leistung, die ich dort mache, indem ich Content einstelle, indem ich anderen Content bewerte und nochmal teile und so weiter? Wer profitiert davon? Das heißt, die 44 Milliarden US-Dollar wären, wenn er sie dann gekauft hätte, die Plattform, eben nicht an die MDAOs gegangen, sondern an die Besitzer von Twitter. Diese Fragen muss man sich immer stellen bei jedem Engagement, was man freiwillig leistet. Und man muss sich fragen, wer entscheidet über die Regeln auf einer Plattform zum Beispiel, wer gestaltet diese ganze Plattform und wer kann eben darüber verfügen. Und verfügen heißt zum Beispiel auch eben verkaufen. Wenn es eine Plattform ist, die prinzipiell verkauft werden kann, dann wird sie auch irgendwann mal verkauft werden, weil irgendwann wollen die Leute Kasse machen. Wenn man diese Fragen sich nicht stellt, dann landet man irgendwann da, wo jetzt viele User von Xing hingelandet sind. Die haben nämlich viel Geld und Herzblut in den Aufbau von allen möglichen Gruppen gesteckt. Und jetzt hat Xing gesagt, nö, die Gruppen, die stellen wir jetzt ein. Die gibt es also ab Ende des Jahres nicht mehr. Und was machen die MDAOs? Boah, sie nehmen ihre Gruppe und ziehen nach LinkedIn um. Ganz tolle Idee. Die nächste Plattform, die ihnen nicht gehört. So, das ist also der kleine Exkurs zu dem Buch. Wer reinschauen möchte, kann gleich nach dem Vortrag hier gerne mal einen Blick reinwerfen. Kann ich wirklich empfehlen, das Buch. Ja, setzen wir nochmal neu an, fragen, was ist Social Media? Also Social Media könnte man ja jetzt so meinen, ist eigentlich die Ausbeutung von freiwilliger Arbeit der anderen zum eigenen Nutzen. Und warum ist das für die was anders? Ganz so einfach wollen wir es uns jetzt mal nicht machen, sondern ich habe mal geguckt, wie denn so Social Media so allgemein definiert wird. Und in Wikipedia gibt es eine, in Anführungsstrichen, Definition, die eigentlich keine wirkliche richtige Definition ist. Aber ich bin da auf das Honeycomb-Modell gestoßen von Jan Kietzmann.
Und der hat schon 2011, also das ist schon eine ziemlich alte Geschichte, in einem Marketing-Zusammenhang den Marketing-Fuzzis in den Unternehmen gesagt, hör mal, ihr müsst jetzt mal ein bisschen Social Media machen, das ist die Zukunft und lasst euch da nicht abhängen. Und um diesen Marketing-Menschen in den Unternehmen zu erklären, was Social Media ist, hat er eben diese Honigwaben-Struktur entwickelt. Die finde ich wirklich gut, weil sie ist nämlich relativ abstrakt. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gleich mal ausprobiert, uns zu gucken, wie würde ich eigentlich mit diesem Modell das Usenet beschreiben. Und da kommt man nämlich plötzlich auf ganz, ganz viele Analogien zu Twitter. Im Hinblick auf diese Strukturen hier, im Hinblick auf diese Elemente, auf diese Komponenten oder Dimensionen. Also es ist die Dimension der Identität, das ist das ganze Feld, was für Informationen gibt der Nutzer über sich preis, was für ein Selbstbild hat er und möchte er von sich geben. Die Präsenz ist wichtig, ist ein Bereich, ist ein User da, ist er greifbar, ist er online, kann ich ihn ansprechen. Die Beziehung ist klar, das Beziehungsgeflecht der Nutzer untereinander, wer folgt wem, wer hat wie viele Follower und so weiter und so fort, wer teilt welche Sachen häufig und so. Dann gibt es Reputation, sozialer Status einerseits, also auch der Status ist innerhalb dieses Netzwerks und auch so in gewisser Weise die fachliche Kompetenz. Dann die Dimension der Gruppe und alles, was mit Gruppen zu tun hat. Das sind also zum Beispiel Gruppenregeln. Und da kennen wir ja aus dem Usenet noch, wie diese Gruppenregeln gemacht worden sind. Und da sind ganz viele Regeln gemacht worden. Bei Twitter gibt es auch Regeln, die macht aber der Algorithmus bzw. der Besitzer der Plattform. Dann gibt es die Dimension des Gesprächs, mit dem man soziale Medien untersuchen kann. Und die betreffen eben die Art und Weise, wie werden Gespräche geführt, wie werden sie begonnen, wie werden sie geführt, wie brechen sie ab oder wie beendet man sie zum Beispiel. Oder wie entarten sie in Flame Wars zum Beispiel. Und solche Geschichten. Das kann man unter dieser Dimension sehr gut untersuchen, um festzustellen, was ist das eigentlich für eine Plattform, mit der ich mich gerade beschäftige. Und natürlich klar, dass die Dimension des Teilens, welche Inhalte teile ich und welche Auswirkungen hat das, wenn ich Inhalte teile. So, und dann sieht man natürlich schon, aha, diese ganzen Aspekte treffen auf Usenet zu, treffen auf Twitter zu, auf Facebook. Kann ich die anwenden? Kann ich Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen feststellen? Ist also, finde ich, so für heuristische Herangehensweise eine ganz gute Sache. So, und das können wir natürlich von außen auch sehr gut beobachten. Also wir können uns Twitter anschauen und dann sehen wir also, wie das so alles funktioniert. Aber es gibt natürlich eine dunkle Seite dieser Bienenwaben. Und diese dunkle Seite der Bienenwabe ist nämlich genau das, was der Betreiber der Plattform weiß. Der weiß nämlich sehr, sehr viel mehr, als jeder einzelne Nutzer weiß über die ganzen Informationen, die dort in dem Netzwerk drin stecken. Also jeder einzelne Teilnehmer hat immer eine begrenzte Sicht auf diese ganzen Dimensionen. Der Betreiber der Social-Media-Plattform hat aber den totalen Durchblick. Also er kann auf alle Informationen zugreifen, er kann auf alle Posts zugreifen, auf jede Beziehung zugreifen, er kann das auswerten, er kann daraus Wissen aggregieren. Und mit diesem Wissen kann er dann eben auch dann seine Wertschöpfung betreiben. Beim Fediverse fällt diese dunkle Seite weg. Sie ist also viel, 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 viel kleiner, weil im Moment gibt es halt viele kleinere Instanzen im Fediverse, die untereinander kommunizieren. Ich hoffe, jedem ist klar, worum es beim Fediverse geht, weil das erkläre ich jetzt gerade nicht. Muss ich ActivityPub erklären? Nein, gut. Also, es gibt viele kleine Instanzen und diese vielen kleinen Instanzen wissen natürlich nur das, was ihre eigenen Nutzer angeht. Also wenn ich 100 Nutzer habe, dann kann ich so ein bisschen vielleicht im Hintergrund gucken, was machen die so. Aber im Großen und Ganzen gibt es keine totale Sicht auf das Netzwerk von innen heraus, also von dieser inneren dunklen Bienenwabe. Und daher fällt eben auch die Möglichkeit weg, diese ganzen Informationen zu monetarisieren. Trotzdem fallen natürlich Betriebskosten an. Oder, wie ich sie mal nenne, Gemeinkosten. Denn letztendlich ist es ja so, wir haben im Netz einen Server. Auf diesem Server haben 100 Leute einen Account.
Und diese 100 Leute teilen sich im Prinzip die Kosten für den Betrieb dieses Servers. Und das sind ja nicht unerhebliche Kosten, wenn man es mal ehrlich sieht. Man hat also Rechenzentrumskosten für die ganze Konnektivität, für den Käfig da im Rechenzentrum, für die Netzwerke, für die Anbindung ans Netz und so weiter und so fort. Man hat Hardwarekosten, das heißt, es muss irgendwie ein Server da sein, entweder gemietet oder selbst gekauft. Und der größte Posten sind die Personalkosten, also die Leute, die diesen Server pflegen. Und diese ganzen Gemeinkosten müssen ja irgendwie bezahlt werden. Und da sagt dann der Dezentralismus ist jetzt in meiner Definition, also in diesem Vortrag, die Ideologie, die sagt, wenn wir alles dezentral machen, dann haben wir keine Probleme mehr. Also der Dezentralismus sagt zum Beispiel, in einem ideal verteilten Peer-to-Peer-Netz fallen eigentlich gar keine Gemeinkosten an, weil da hat jeder nur die Kosten für seinen eigenen Internetzugang und die Kosten für sein eigenes Gerät. Und sonst fällt nichts an. Leider kenne ich kein Netz, was irgendwie ein bisschen größer ist und irgendwie funktioniert. Das größte Peer-to-Peer-Netz ist vielleicht Bitcoin. Aber gerade das Netz fällt jetzt nicht auf durch eine Reduzierung von Rechenpower, ne? Sondern ganz im Gegenteil. Also da kann man nicht mehr sehr viel mit Spenden finanzieren und es wird ja auch tatsächlich bei Bitcoin nicht mit Spenden finanziert. So, also dieser Gedanke mit den Spenden, da sind wir natürlich wieder bei dem Community-Kapitalismus, da sind wir wieder da, wo wir sagen, okay, dann sollen eben Spenden das finanzieren. Das ist natürlich nicht gerecht und es ist auch schon gar nicht erst nachhaltig. Denn dieser Ansatz, lasst uns die Instanzen durch Spenden finanzieren, verschiebt das ganze Problem, anstatt es zu lösen. Also populäre Instanzen, ja, die haben sicherlich so die Möglichkeiten, ihre Sachen durch Spenden finanzieren zu lassen. Bei kleineren, unbekannteren Instanzen ist es eben nicht so. Und die bleiben dann auf ihren Betriebskosten sitzen. Das machen natürlich einige sehr, sehr gerne, weil das Fediverse im Moment eigentlich selbstausbeuterisch getragen wird durch diejenigen, die die Instanzen betreiben und dafür die Kosten zahlen. Es wird parasitär genutzt. Also die ganz große Mehrzahl der Leute zahlt eben nichts dafür, dass sie im Fediverse aktiv sind. Und man möchte, dass das Ganze sich irgendwie durch Almosen finanziert. Also wie heißt das, Patreon oder so? Das ist ja nichts anderes wie diese Plastikbecher, wenn man so in der Straße sitzt und bettelt. Das ist dann halt der digitale Plastikbecher. Also das Fediverse, dadurch, dass diese ganzen Monetarisierungsmöglichkeiten wegfallen, stellt natürlich an uns selbst eine Herausforderung, wie wir diese technische Struktur gemeinschaftlich finanzieren können, selbstorganisiert finanzieren können. Und da gibt es, was ja schon in Ankündigungen verraten worden ist, grundsätzlich so drei Bereiche, wie man sowas machen kann. Gemeinkosten werden in der Regel eben durch öffentlich finanziert, das durch Steuern, Abgaben und Gebühren. Das funktioniert bei Sachen wie dem Trinkwasser ganz gut. Da zahlen wir alle gerne Trinkwasserabgabe oder Trinkwassergebühr, damit wir jeden Tag frisches Wasser aus der Leitung bekommen. Und da gibt es auch eigentlich keinen großen Streit drum. Da wird zwar immer mal versucht, das Trinkwasser zu privatisieren, aber das hat noch nicht so richtig geklappt. Bei anderen Sachen ist da schon das Streitpotenzial sehr, sehr viel höher. Also gehen wir mal zum Beispiel zu den Fernsehgebühren, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Der wird eben auch durch Gebühren finanziert. Und da gibt es immer wieder Diskussionen drum, soll man das abschaffen? Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern, wo es halt öffentlich-rechtlich finanzierten Rundfunk gibt, gibt es immer wieder Diskussionen. Das heißt, da muss die Finanzierung immer wieder aufwendigst politisch ausdiskutiert werden, ausverhandelt werden. Und das ist dann natürlich immer eine Sache, die schwierig ist. Und da würde ich mal die These wagen, Fediverse eher nicht. Social Media eher nicht. Dann der zweite Punkt, was natürlich sehr häufig gemacht wird bei Gemeinkosten, ist klar, das ist der Verein. Wenn ich gerne Tennis spielen möchte, dann werde ich Mitglied in einem Tennisverein, zahle dann meine Jahresgebühr und dafür darf ich dann den Tennisplatz benutzen. Und deshalb ist da vielleicht auch die Jahresgebühr ein bisschen teurer, weil so ein Tennisplatz eben noch ein bisschen teurer ist als vielleicht ein Briefmarkenverein oder so. Die haben nicht so viele Gemeinkosten zu tragen. Aber im Großen und Ganzen ist das eine durchaus übliche Finanzierung von Gemeinkosten, dass sich da 7 Deutsche zusammentun und einen Verein gründen.
Und das dritte ist eine gemeinschaftliche Finanzierung durch Genossenschaften. Das ist auch traditionell sehr erfolgreich. Kennen wir alle aus dem Bereich der Wohnungswirtschaft. Die Wohnungsgenossenschaften sind ein Erfolgsrezept. Es gibt übrigens in Wien sehr, sehr viele Wohnungsgenossenschaften. Und deshalb ist dort der Mietspiegel auch deutlich niedriger als in anderen europäischen Hauptstädten. Das nur mal so nebenbei gesagt. Klar, sowas gibt es im Bereich der IT auch. Also ich selbst komme aus der Hostsharing AG. Da funktioniert das auch. Wir haben unsere eigenen Server, wir pflegen unsere eigenen Server und wir nutzen sie dann auch. Die Frage ist, ob sowas fürs Fediverse in Frage kommt. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Es gab ja mal irgendwann mal so eine Sache, ja, Twitter-Genossenschaft gründen, wir übernehmen Twitter und machen daraus eine Genossenschaft, halte ich aber nicht für sehr sinnvoll. Ist ja auch nicht zustande gekommen. Was ich fürs Fediverse eigentlich so an Perspektive sehe, ist, dass wir bestehende Strukturen nutzen, um die Instanzen zu finanzieren. Das heißt, bestehende Organisationen, die auch schon ohne das Fediverse existieren, die könnten eigentlich dieses Fediverse finanzieren, wenn man sie denn überzeugen kann, dass es eine gute Sache ist. Und zwar nicht nur fürs Marketing, weil dann sagt natürlich der Marketingchef, oh, boah, da nehme ich natürlich die Plattform mit der größten Reichweite, ne? Also Facebook, Twitter, LinkedIn, weiß der Geier was, ne? Instagram, TikTok, wo ich halt meine Zielgruppe habe. Und da gehe ich dann rein. Sondern dass man müsste diesen bestehenden Organisationen, und das sind eben zum Beispiel Vereine, Institutionen, das können aber auch Unternehmen sein und das können auch Behörden sein. Man muss sich davon überzeugen, dass es eben für die interne Kommunikation auch deutliche Vorteile hat, sowas zu finanzieren. Und wenn wir jetzt, wie machen wir das? Also wie kann man so einer Organisation das erklären? Oh, das ist ja ganz toll, guck mal, da ist wie Twitter und das ist nur Fediverse. Da sagt die Organisation natürlich, ja, und? Also man muss das schon ein bisschen intelligenter machen. Und da dachte ich mir, okay, versuchen wir das doch mal mit dem Honeycomb-Modell und wenden dieses Modell jetzt auch verschiedene Fediverse-Systeme an. Und das ist jetzt alles auf die Schnelle gemacht. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, hier diese einzelnen Fediverse-Programme, die ich jetzt gleich durchnehme, irgendwie angemessen beschrieben zu haben. Bei weitem nicht. Aber ich denke, man kann das in der Richtung weiterführen und verfeinern und dadurch dann den Leuten auch sagen, welche Vorteile sie von diesen Technologien haben. Ich fange mal mit einer eher unbekannteren Plattform an im Fediverse, Lemmy. Lemmy ist ein Diskussionsforum, was ein bisschen ähnlich funktioniert wie Reddit, nur eben föderiert. Und diese Software kann man natürlich einsetzen innerhalb einer Organisation, um damit zum Beispiel Mailinglisten zu ersetzen, also Diskussionsmailinglisten zu ersetzen oder das klassische Diskussionsforum zu ersetzen. Also sehr, sehr, sehr viele Vereine, Gruppierungen, Organisationen hatten und auch Unternehmen hatten halt ein Diskussionsforum, wo sie dann zum Beispiel über ihr Hobby diskutieren oder über die Anforderungen ihrer Organisation diskutieren oder halt auch ihren Kunden vielleicht Hilfestellung geben, also so Hilfeforen. Da haben auch viele Unternehmen kleinere Foren aufgemacht, wo dann die Software unterstützt wird. Und das kann man also intern einsetzen natürlich und auch extern. Und eben dank ActivityPub kann man eben solche Anwendungen auch über diese Grenze von Lemmy hinaus anwenden. Das heißt, man kann aus Mastodon heraus einer Gruppe in Lemmy folgen und immer mitkriegen, was da Neues passiert. Und ich habe da mal so ein bisschen so versucht, Schwerpunkte zu bilden. Also bei Lemmy ist vielleicht so der größte Schwerpunkt wird auf den Bereich des Teilens gelegt und da es ein Diskussionsforum ist und man antworten kann und man auch schöne Threads hat, denen man folgen kann, ist das Gespräch sicherlich sehr wichtig. Gruppen haben auch eine gewisse Bedeutung, weil man eben ja innerhalb von Lemmy halt so Communities bildet, nennen die das. Das sind dann also so Gruppen, wo dann halt über ein spezielles Thema diskutiert wird. Und Reputation kann man hier mal sehen, wie so eine Dimension mal völlig anders interpretiert wird. Es gibt bereits auf Lemmy-Instanzen sehr, sehr viele Foren für Open Source, für Linux und solche Sachen. Aber wenn jetzt eine wirklich größere Open Source Organisation, weiß ich nicht, Free Software Foundation zum Beispiel, wenn die eine Lemmy-Instanz aufmachen würde und innerhalb von diesem Lemmy jetzt, sagen wir mal, so 10 verschiedene Gruppen moderieren würde,
dann hätten diese Gruppen natürlich eine ganz andere Reputation, weil sie eben auf einem Server der Free Software Foundation laufen. Und diese Gedankengänge kann man eben dann auch mit diesen Organisationen ganz gut diskutieren. So, PeerTube ist eine föderierte Videoanwendung, wo man also Videos teilen kann. Und auch das kann man eben nutzen zur Vernetzung der Mitglieder untereinander und aber auch zur Vernetzung von der Organisation mit der Öffentlichkeit, mit der weiteren Öffentlichkeit. Sehr gutes Beispiel ist die Plattform von der Blender Organization, von der Blender Foundation. Dort werden also diese ganzen Animationsfilme gezeigt, die mit Blender erstellt worden sind. Dort gibt es aber auch ganz viele Tutorials, wie man mit Blender irgendwas machen kann. Also da findet man sehr, sehr viel und da bekommt man so ungefähr so einen Eindruck davon, was so eine Instanz auch für eine Organisation leisten kann. Ja, auch hier habe ich mal so ein bisschen was versucht. Wie gesagt, da kann man drüber diskutieren und man muss natürlich auch immer die anderen Dimensionen mit betrachten. Das heißt jetzt, wenn also was weiß ist, heißt es nicht, dass es da überhaupt nichts gibt zu untersuchen. PixelFed ist eine föderierte Plattform fürs Teilen von Fotos. Auch das kann man sofort intuitiv eigentlich einsehen. Das ist eine Institution, nehmen wir mal jetzt ganz einfach einen Sportverein, der macht Sportveranstaltungen, der macht davon Fotos und möchte diese Fotos natürlich einerseits mit seinen Mitgliedern teilen, andererseits aber auch mit der Öffentlichkeit. Und diese ganzen und da kann er eben auch die ganzen Vorteile von ActivityPub nutzen und eben über diese Grenzen von PixelFed hinaus sich vernetzen. Ja, so könnte man vielleicht so die Schwerpunkte setzen. Ja, und dann kommen wir eben zum Flaggschiff im Fediverse, dem Mastodon, also das Microblogging. Das ist natürlich auch sehr, sehr beliebt und da kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass Organisationen eine Instanz haben und das dann ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Also wir als Genossenschaft Hostsharing, wir haben zwei Instanzen. Eine Instanz für unsere Mitglieder selbst und eine Instanz, die wir sozusagen sponsern für das deutsche Genossenschaftswesen. Auf der sind dann eben auch die ganzen Genossenschaften vertreten, wenn sie denn wollen. Da ist dann vielleicht so, da kann man mal andere Dimensionen ein bisschen genauer in den Blick nehmen, um sich da reinzuarbeiten und daraus Vorteile abzuleiten für die einzelnen Organisationen, wenn man das denen also nahebringen will, so eine Instanz zu finanzieren. Für sich, ne? Also nicht um dem Fediverse was Gutes zu tun oder dem Twitter einen aufs Auge zu hauen. Nein, es ist ein Vorteil, den man selbst hat, den man selbst nutzen kann. Also, mein Fazit ist, das Fediverse kann Vereinen und anderen Organisationen, das kann alles Mögliche sein, bis hin zu Unternehmen, also helfen, ihre ureigenen Ziele besser zu verwirklichen, indem sie dort nämlich sehr übergreifend kommunizieren können, sowohl intern als auch extern. Und weil das so ist und weil das ActivityPub-Protokoll eben standardisiert ist, habe ich auch eigentlich eine ganz gute Hoffnung, dass das Fediverse bleibt. Dass es also nicht morgen weg ist. Also, dass sich das weiterentwickelt und dass sich das durchaus als eine Alternative zu den klassischen zentralisierten Social-Media-Netzwerken auf Dauer etablieren wird. Es hat auch Vorteile, die Folie habe ich jetzt aus Zeitgründen rausgenommen, aber es gibt auch Untersuchungen, die sagen, eben, das Fediverse ist eben auch anders in vielen Dimensionen. Eine Dimension, in der es anders ist, ist die Dimension von Scale. Das heißt, das Fediverse muss nicht innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit the next Twitter-Killer werden, um Erfolg zu haben. Weil das ist eine Denkweise der Venture-Kapitalfirmen. Die wollen halt irgendwo investieren, was in ganz kurzer Zeit ein explosionsartiges Wachstum von Mitgliedern hat, damit da auch Geld wieder schnell zurückkommt. Also das Fediverse hat sich eben auch aus den Zwängen dieser ganzen Finanzierungsmethoden, der Venture-Kapital-Finanzierungsmethoden auch abgehängt durch dieses standardisierte Protokoll. Das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil. Es gibt natürlich auch einen Fluch des Erfolgs. Das merkt man im Moment halt auch sehr viel. Nachdem vielleicht im letzten Jahr sehr viele neue Instanzen entstanden sind, sind auch schon ganz viele Instanzen gerade im Mastodon-Bereich wieder geschlossen worden, weil die Leute eben auch gesehen haben, okay, das kostet doch ein bisschen Zeit, sich um die Server zu kümmern. Es kostet auch ein bisschen Zeit, sich um die Moderation zu kümmern.
Und wenn wir jetzt im Fediverse mehr und mehr Erfolg haben, also ein Wachstum der Kommunikation feststellen können, dann zwingt uns das eben, dieses selbst ausbeuterisch getragene, parasitär genutzte und durch Almosen finanzierte System auch zu professionalisieren. Und das ist natürlich das ist eben diese große Aufgabe, vor der wir im Moment stehen. Die zweite Gefahr, die vielleicht noch viel, viel größer ist, ist die, dass sobald das Fediverse einen gewissen Erfolg hat, wird ganz bestimmt irgendein größerer Tech-Konzern ankommen und die Methode Gmail anwenden. E-Mail war früher mal ein wunderbar dezentrales System. Ganz toll. Ganz viele verschiedene Server unter ganz vielen Organisationen, unter ganz vielen Kontrollen. Mittlerweile hat Gmail sich da so einen Riesenbrocken von gekrallt und kann eben auch durch indirekte Methoden den Rest des E-Mail-Verkehrs auswerten für seine Zwecke. Also diese Gefahr besteht auch, sobald das Fediverse Erfolg haben wird, kommt irgendeine Firma dahin, stellt irgendwie was dahin, macht das auf, hallo, kommt alle her, ist alles kostenlos und nutzt das. Und dann tappen wir natürlich wieder in die gleiche Falle, in die wir jetzt in den letzten 15 Jahren bei Social Media eigentlich immer wieder reingetappt sind. Kommen wir noch mal kurz zurück zu den Betriebsformen, über die wir kurz gesprochen hatten. Was kann man sich da so vorstellen? Das sind jetzt nur mal so drei Bereiche, die ich mir überlegt habe. Es gibt da sicherlich noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, solche Sachen zu betreiben. Aber es gibt in Städten und Gemeinden immerhin für vieles eine kommunale Betriebsgesellschaft. Manchmal sind das auch städteübergreifende Gesellschaften, die irgendwas regeln. Jetzt könnte man natürlich solche Gesellschaften nutzen oder neue gründen, die eben sich für Fragen der Digitalisierung stark machen, die also für die Stadt eine Digitalisierung organisieren. Also eben nicht outsourcen, ne? Immer das billigste Angebot bekommt den Zuschlag, sondern auch mal das ganze Know-how insourcen und es selbst machen. Und ja, diese kommunalen Betriebsgesellschaften könnten natürlich dann eben auch für ihre Bürger, also für die Bürger ihrer Stadt, Social-Media-Netzwerke zur Verfügung stellen und denen also einen Account dann dort geben. Im Vereinswesen, das ist ja in Deutschland riesengroß, völlig unübersichtlich, aber es ist echt riesengroß, da gibt es sehr, sehr viele Spitzenorganisationen. Und diese Spitzenorganisationen, die haben dann möglicherweise auch die Möglichkeit, sozusagen für ihre Vereine solche Plattformen zu installieren, zu betreiben und zu warten. Also kleinere Vereine können das vielleicht nicht, weil die müssen sich erstmal darum kümmern, dass sie ihren Sportplatz in Schuss halten. Aber die Spitzenorganisation im Leichtathletik und so weiter, Leichtathletikverband oder Schwimmverband oder Pferdereitverband oder was auch immer, die sind natürlich durchaus in der Lage, solche Systeme dann auch für ihre Mitgliedsvereine zu warten und zu betreiben. Und all diese ganzen Organisationen, die jetzt da nicht die Möglichkeit haben, diese Sachen mal ihrem Spitzenverband vorzustellen und zu sagen, hör mal, mach das doch mal, die können sich immerhin dann auch noch zu Betriebsgenossenschaften zusammenschließen, um eben diese doch sehr aufwendige 24/7-Betreuung technischer Systeme und technischer Infrastruktur zu gewährleisten. Also diese drei Betriebsformen halte ich für vielleicht im Moment noch relativ innovativ. Aber die sind durchaus meines Erachtens im Bereich des Möglichen. So, also von daher würde ich sagen, das Fediverse hat das Potenzial, die sozialen Medien aus den gewinnorientierten Tech-Konzernen zu befreien und in eine soziale Gemeinschaftsaufgabe zu transformieren. Wir müssen allerdings, damit das funktioniert, den Funktionsweisen des Community-Kapitalismus wirtschaftliche Strukturen entgegenstellen, die die Gemeinschaft stärken. Und nicht die Gewinnerwartungen der Tech-Konzerne. Und dafür müssen wir eben aufhören, für Tech-Konzerne kostenlos Content zu erstellen, indem wir dort uns beteiligen. Das war's. Vielen Dank. Ja, wir haben noch etwas Zeit, glaube ich. Gibt es Fragen?
ältesten Flaschenhälse, die es mir vorkommt, ist die Installation von solchen Server-Software. Zum Beispiel bei Diaspora war das nicht so einfach, aber WordPress auf der anderen Seite funktioniert wunderbar und deswegen nutzen das so viele. Gibt es da eine dieser föderierten Netzwerke, die einfach zu installieren ist? Ich wiederhole die Frage mal. Es wurde gefragt, an Flaschenhals sei die Kompliziertheit der Installation von solchen Systemen. Bei Diaspora sei es halt zum Beispiel recht kompliziert gewesen, das System zu installieren. Ob es da Anwendungen gibt, bei denen das einfacher ist. Jein. Also es gibt da... Das ist halt eben die Frage, was ist einfach? Also bei Lemmy gibt es, Lemmy hat das Ganze in so einen Container gepackt und da soll man angeblich nur einen Container zack, zack starten und dann läuft das alles. Die Beschreibung der nativen, also der nativen Installation liest sich, wenn man so ein paar Sachen so, auch nicht so sonderlich kompliziert. Aber es ist natürlich richtig, diese Systeme sind jetzt nicht so völlig simpel. Ich würde allerdings nicht sagen, dass die Installation der Flaschenhals ist. Ich würde eher sagen, die langfristige Wartung ist das Problem. Also man muss dadurch, dass da eben auch Inhalte repliziert werden, wächst die Datenbank dann eben auch an. Das heißt, der Speicherbedarf wächst an. Das kann man dann durch Wartungstätigkeit wieder reduzieren. Man muss es auch moderieren natürlich in gewisser Hinsicht. Man muss sich überlegen, welche Server schließe ich aus. Ne? Also man kann ja so einige Nazi-Server dann gleich komplett blocken und dann hat man mit denen überhaupt keine Probleme mehr. Also insofern glaube ich, dass die Installation vielleicht nicht so das Problem ist. Also es gibt sogar auch schon so Software-as-a-Service-Sachen für Mastodon. Da kann man mit 3 Klicks sich eine Instanz machen. Nur die ist natürlich dann irgendwo im AWS-Universum, also nicht unter unserer Kontrolle. Ja, bitte. Ich würde gerne was zu ergänzen. Ja. Hat 2 Komponenten. Einmal, was ist notwendig überhaupt für einen Server, so eine Anwendung laufen zu lassen? Ja? Und in dem Moment, wo ich eine Anwendung habe, die zum Beispiel auf PHP basiert und PHP eben auf fast allen Sharehouse-Servern, die man so einfach mieten kann, eben für WordPress und Co. Funktioniert, dann ist eben auch die Anwendung da sehr einfach zu installieren. Also das Kriterium könnte auch sein, okay, ich gucke mal, was für Anwendungen in PHP programmiert sind. Und da gibt es ja einige. Und die lassen sich in der Tat ähnlich einfach wie WordPress installieren. Und dann ist auch die Wartung und das, was alles damit zusammenhängt, viel einfacher. Das heißt also, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich also daran denke, wir wollen ganz viele einzelne Instanzen haben, die das tragen und das einfache installieren und administrieren und legen, was die technischen Anforderungen sind. Und da müssen Entwickler viel mehr für tun und daran denken. Die Nutzung moderner Programmiersprachen, die das Entwickeln einfacher machen, aber das Installieren und Pflegen komplizierter. Ja. Also es wurde gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass es natürlich auch Programmiertechniken gibt oder Programmiersprachen gibt, wie zum Beispiel PHP, also auf PHP basierende Fediverse-Systeme sind in der Regel einfacher zu installieren als welche, die auf Rust oder was der Geier, was Node.js, keine Ahnung, basieren und halt ein deutlich komplexeres Setup haben. Das ist natürlich eine Entwicklung, die man in vielen Bereichen beobachten kann momentan. Also die Entwicklungen gehen immer in aufwendigere Systeme und es wird also immer weniger einfach gemacht. Das ist sicherlich ein grundsätzliches Problem. Und kann man sich durchaus jetzt Systeme heraussuchen, die eben zum Beispiel in PHP geschrieben sind und ähnlich einfach zu installieren sind wie andere PHP-Systeme. Es gibt ja auch teilweise schon Integration vom ActivityPub-Protokoll für andere Systeme. Also ich habe gehört, von Nextcloud soll es da eine Möglichkeit geben. Bei WordPress soll es das auch geben. Ausprobiert habe ich das nicht.
Für größere Instanzen, für Organisationen würde ich das allerdings schon mit einer dezidierten Software machen. Also die Erfahrung, die wir bei uns gemacht haben mit Mastodon, das ist relativ komplex zu installieren. Das ist genau der Punkt, das ist richtig. Und es ist auch nicht ganz so einfach zu warten. Also man muss da schon immer einiges machen. Aber dafür läuft es doch relativ sicher. Also es kommt mit der Last, die so entsteht, eigentlich auch ganz gut zurecht. Aber das sind immer Sachen, die man abwägen muss. Das ist genau richtig. Weitere Fragen? Ja? Bei den Finanzierungen hast du ja relativ, da ging es hauptsächlich um den Betrieb und die Wartung. Ja. Hast du dir auch Gedanken dazu gemacht, wie die Entwicklung weitergefördert werden kann? Ja, also die Entwicklung von solchen Plattformen, die muss natürlich auch finanziert werden, das ist ganz richtig, das ist ganz klar. Da habe ich mich jetzt für diesen Vortrag nicht drauf gestürzt. Es gibt da natürlich diese übliche begrenzte Förderung vom Staat, der ja ganz gerne Sachen fördert, die Leute mehr oder weniger kostenlos machen, mit kurzzeitigen Förderungen. Sehr beliebt im Open-Source-Bereich ist ja der Prototype-Fund, wo man sich dann für einige Zeit sozusagen so ein Gehalt holen kann als Entwickler. Es gibt diverse Förderprogramme für Software. Der Prototype-Fund ist ja extra eingerichtet worden, weil die üblichen Förderwege dermaßen kompliziert sind, dass man das eigentlich eher so, wenn man Siemens ist oder SAP ist, dann ist man ungefähr in der Lage, so eine Förderung zu beantragen. Und deshalb haben die halt den Prototype-Fund gemacht, damit eben auch Leute wie du und ich sowas mal beantragen können und schauen können, ob sie da was machen. Klar, das muss natürlich auch finanziert werden. Nur ich würde fast behaupten, wenn der Betrieb von solchen Instanzen stärker gemeinschaftlich organisiert wird und sich das System stärker durchsetzt, dass es dann auch einfacher wird, die Entwicklung gemeinschaftlich zu finanzieren. Einfacher als heute. Noch Fragen? Ich habe gelernt, man muss immer bis 7 zählen. Und wenn bis dahin nichts kommt, dann gibt es keine Fragen mehr. Nochmals herzlichen Dank dafür, dass ihr mir zugehört habt.